Moa, Banditen direkt voraus. 47 Seeräuber. Die schnappen wir uns. Herzlich willkommen zurück zu Mount and Blade. Ah, es wird Zeit, mal wieder ein bisschen zu kämpfen hier. Zack. Ist ja nicht so, dass wir das länger nicht mehr gemacht hätten oder so, aber ich hab's im Gefühl, ich muss es drohen. Ah, ich muss kämpfen. So, meine Lanzenreiter und Bogenschützen, dann zeigt mal, was ihr drauf habt und lasst mir ein paar über. Der Helm steht nach wie vor auf meiner Einkaufsliste. Aber bisher finde ich noch keinen besseren und mein Geld ist auch nicht gerade so sehr. Also vielleicht gewöhne ich es mir auch einfach an, in der Ego-Perspektive hier zu ballern. Wer will noch? Du sicherlich. Ja, was habt ihr denn? Ach, da ist einer. Oh, geh aus dem Weg, Pony. Oh, Entschuldigung. Ich muss hier mal vorbei. Nein. Hörst du mir? Verzeih mir bitte, ja? Ich mach das auch nie wieder. Das war eine Lüge. Ich mach das fast bei jeder Schlacht mindestens einmal, aber was soll ich denn auch machen, wenn ihr so weit vorne war und dann ohne Pferd? Das kann ich ja, da kann ich mich gar nicht dran gewöhnen. Verreck! Verreck! Ach so, du gehörst gar nicht zu denen. Musst du auch einen Ton sagen, ne? Ich bin mal dafür, dass ihr alle einen Wappenrock in Zukunft tragt. Ja, damit ich euch auch schön aus dem... Vorsicht, Vorsicht! Das war mal wieder der letzte Kill vom Petter, ne? Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, meine Leute lassen mir die letzten Tötungen immer extra. Oh ja, jetzt hagelt's Kohle. Und natürlich auch Beförderungen. Immer schön befördern. Oh. Das ist natürlich eine heftige Schlacht, aber... ich traue meinen Männern das zu. Tut mir leid, ich muss noch einen Augenblick schnell befördern, dann komme ich wieder, ja? So, jetzt können wir. Ergebt euch oder sterbt. Und auf geht's. Schnappen wir uns dieses Nordgesindel. Ah. Jetzt gibt es Nordblut. Vorwärts! Okay. Ein paar Pfeile haben gesessen. Der hat aber verdammt viele Rekruten dabei, hör mal. Also da wird die Schlacht sogar leichter, als ich dachte. Wenn der hier seine ganzen Schlechten in die Schlacht ruft. Da-da-da-dam. Immer schön einfach feuern. Da-d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 a. Na, 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 na.
ich will auch mal was treffen, verflucht. Direkt wieder am Ausrasten hier, nur weil ich ein, zweimal daneben hau. Ah! Und ein bisschen bimmeln. So. Ich würde denken, wir gewinnen hier Haus hoch. Das war's auch schon. Sehr schön. Dreckiges Nordgesindel, dem habe ich's gezeigt. 73. Oh. Dann nehmen wir doch glatt mal was mit hier, wenn wir schon so großzügige Mengen haben. Na gut, ein paar Verluste hatte ich, aber nicht so viele, wie ich erwartet hätte. Von daher bin ich momentan eigentlich hellauf begeistert. Wir kehren jetzt erstmal zurück nach Rivershack. Ich glaube, da hatte ich doch den Lösegeldvermittler beim letzten Mal, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe auf jeden Fall 15 Gefangene und die würde ich gerne loswerden. Ein bisschen Beute habe ich auch. Das muss alles verschorrt werden. Zack. Da ist ja der Lösegeld-Heini. Jetzt pass mal auf hier, ich habe hier Gefangene. Wo haben wir sie denn? Da unten. Da, bitte sehr. Habt ihr einen coolen Helm für mich? Aber damit sehe ich doch dämlich aus, oder? Ach du Scheiße, nimm's weg und vergiss, dass ich danach gefragt habe. Ah. Warenhändler, gib mir Nahrung. Nahrung ist etwas, das man immer dabei haben sollte. Seltsam, aber in der Tat ist das richtig. Ach so, okay. Ich glaube, ich belagere mal die Burg. Das sollte ich doch eigentlich schaffen. Ich habe doch gesehen, dass ich in Unterzahl tatsächlich auch gewinnen kann. Ich habe gute Leute dabei. In der Burg hier ist kein Fürst. Oh, ich krieg aufs Maul. Fürst fahren. Als wir das letzte Mal dran, Pinner, habt ihr mir eine Schloppe erteilt. Doch ich versichere euch, das wird nicht wieder passieren. Okay, na dann. Komm doch einfach mal her, dann kriegst du eine von Latz. Schön, dass du meine Leute noch ein bisschen ausbilden willst, bevor wir deine Burg erobern, falls es überhaupt deine ist. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Los, Männer. Holt mir ihre Köpfe. Und dann spucken wir hier die Tanne. Das wird unser Weihnachtsbaum der Schrecken. Stephen King-Style und so. Ihr versteht. Hey, nicht bewegen. Na gut, dann will ich auch mal ein Stück weiter nach vorne, ne? Ein bisschen am Pirschen hier. Ah. Tod, Leid, Zerstörung. So gefällt mir das. Und die aufhören ständig. Aha, aha. Okay. So, Bedrohung ausgeschaltet, würde ich mal sagen. Könntet ihr mal aufhören, mich blöde von der Seite zu schlagen? Oh, jetzt kommt schon.
Hallo. Ich möchte euch bitte tot sehen, ja? Du hörst zu mir? Aber du nicht, du nicht, du nicht. So. Verstärkung kommt keine mehr für die. Das ist ein gutes Zeichen. Und das ist noch ein besseres Zeichen, würde ich mal sagen. Wir haben sowas von gesiegt, ey. Das glaubt er gar nicht. Ah, 10 Tote. Ah. Ach, Drecks nun. Ich glaube, jetzt will ich die Burg vielleicht doch nicht mehr unbedingt angreifen. Wobei es natürlich auf den Versuch ankäme, aber wenn ich jetzt schon wieder so viele Tote habe, nee, mit 60 gegen 100, das ist natürlich eine Zahl, die ich nicht besonders schätze, wenn es darum geht zu kämpfen. Wenn ich schon in der Unterzahl bin, dann bitte wenigstens nicht ganz so stark. Los! Immer drauf! Ah, 20 Gegner. Ich hoffe, da habe ich jetzt mal keine Verluste, weil so viele sind das nicht. Also strengt euch mal ein bisschen an, ja? Wenn einer von euch getötet ist, dann töte ich denjenigen! So. Oh, hier gibt es schon wieder Leute, die ich gefangen nehmen kann. Auch schon wieder Dinge, die ich erobert habe. Oh, 60 Mann gegen 110. Was haben wir denn? Fußsoldaten, Bogenschützen, Jäger, Bogenschützen, Veteranen, Krieger, Veteranen. Nur 2 Huskals? Ah, das ist natürlich verführerisch, ne? Wir probieren es einfach mal. Ganz kackdreist probieren wir es mal. Mach die Bogenschützen platt. Da sehe ich doch einen Kopf. Einen Kopf. Einen Totenkopf. Komm schon. So, die Infanterie mal hier hin. Die Bogenschützen bleiben hier. Schnappt euch die Bogenschützen. Ob es Veteranen sind oder nicht, geht mir am Hintern vorbei. Sie müssen alle sterben. Es läuft doch eigentlich recht gut, hoffe ich. Denke ich, nehme ich an. Ich habe auf jeden Fall viele getötet. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man viele tötet, ne? Ich habe auch noch ein paar Pfeile über, also... Ja, neue Feinde, das ist ein noch besseres Zeichen. Das bedeutet, wir haben ihnen herbe Verluste beschert. Du musst schon tot umfallen, wenn ich auf deinen Kopf ziehe. Lass das!
Atlas, das habe ich gesagt, du Elender. Nein! Oh. Shit. Ich dachte mir noch, von wo ballern die? Musste schnell Deckung suchen und gucken, von wo das kommt. Aber da hatten sie doch ein paar gute Schützen, ja, war. Respekt, aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Was heißt, ich komme wieder? Ich habe mehr getötet. Ich glaube, ich bleib einfach. So, 9 Stunden. Na, ich warte mal noch ein bisschen. Ich hab gesagt, ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch einen Tag. Damit meine Leute sich erholen können und damit ich ein bisschen Leben bekomme. Ach ja. Ach, wisst ihr was? Wir greifen bei Nacht an, würde ich sagen. Oder? Ne, komm, ja, das Hochzack. So ist eine gute Höhe, hä? Entschuldigung, Elaine! Ich habe zu spät erkannt, dass du kein Nordsoldat bist. Woher nehmt ihr noch die Bogenschützen, hör mal? Na, das war vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Da sehe ich doch noch einen. Ach nee, das ist ein Stern da hinten. Ich dachte, das wäre ein Helm, der da vorwitzig rauf. Spießt Verstärkung, das ist nett. Finde ich nur nicht besonders toll. Das bedeutet nämlich, dass auch wir starke Verluste haben. Oh ja. Naja, jetzt geht's gegen die Infanterie, ne? Die ist schon ein anderes Kaliber bei den Nords. Als ihre wehrlosen Schützen. Ah, mehr Feinde. Yay! Yay! Oh yeah, 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 oh yeah. Oh shit. Lasst mich hier weg! Ja! Ja! Ja, ja. Im Flug! Oh, köstlich! Das war schön! Einfach mal im Flug Rückzug! Oh, das war. Oh, nee, das war fein. Verdammt! Den Norden sollte man echt nicht unterschätzen, Mensch. Die haben mir eine ganz schöne Backpfeife verpasst. Wow, Respekt, Norden. Aber ich denke, euch schlottern vor mir auch die Knie, ne? Ich werde mir die Burg schon noch holen, aber jetzt muss ich erstmal zurück in mein schönes Reich, um mir Rekruten zu holen, denn meine Armee ist ein wenig ausgedünnt worden bei diesem Kampf, nicht wahr? Oh, Respekt, das war ein geiler Kampf. Geiler Kampf. Au. Hat zwar nicht unbedingt viel gebracht, der Kampf, aber... Ich meine, vielleicht holen sich ja die Vegieren jetzt die Burg. Hauptsache, der Nonnen verliert Land. Das ist das Wichtigste, denn ich führe Krieg gegen ihn, also muss der auch was verlieren, nicht wahr? Wir sind jetzt nach dem Recht in unserer Burg und in unseren beiden Dörfern. Da gibt es bestimmt auch wieder ein bisschen Kohle. Dann holen wir uns noch Feinrekruten in meinem Lieblingsdorf. Ach, das wird schön. Keine Angst, Norden, ich werde wiederkommen.
Ich werde wiederkommen. Oh, dieser Norden, wie ich es dem gezeigt habe, ey. Die haben sich Burg Herringoff zurückgeholt. Aha. Also der Fürst, dem das gegeben wurde, der hat von Verteidigung echt keine Ahnung, aber Deserteure. Oh, na, 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 na. Hallo, Nasugai, kannst du mit mir reden? Hallo, Tag, tschüss. Dam, 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 da, 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 dam, dam. Burg Rindia. Lass mich in Ruhe mit deinem scheiß Rekrutendreck. Ich brauch Gole und ich brauch Leute. Ja, gib mir Kohle. Tis mir! Ich meine, ob wir den König finden, das können wir ja immer noch gucken, wenn wir Rekruten haben, ne? Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass ich meine Armee wieder ein wenig stärke. Nach diesen herben Verlusten bei der Belagerung von Burg, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Was hatten wir denn belagert? Irgendwas mit A, glaube ich. Ist ja auch egal, wir haben es nicht eingenommen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Gib mir Rekruten! Ja, 5 Stammeskrieger. Fein, 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 fein. Dann ziehen wir weiter nach Amashk und von da dann direkt nach Dirig Aban. Schön durch den kleinen Wald hier. In dem es bestimmt lecker Honig gibt. Jetzt in mein Lieblingsdorf. Mal sehen, was ich da bekomme. Dam, 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 da, dam, da, dam, dam. 22 Scharmützler, das ist doch nett. Direkt schon mal eine Stufe erhöht. Und ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!